DJ Tomic. Was ist denn los? Das habe ich mich auch gefragt. DJ Tomic ist für mich persönlich der, der mich am meisten genervt hat in den letzten Tagen oder Wochen. Ich habe auch wieder über Twitter irgendwann mal eine Nachricht bekommen. Und also er hat mir geschrieben, folg mir mal bitte, ich muss dir eine Direktnachricht schreiben. Dann bin ich ihm gefolgt und hat er mir geschrieben so, wann zahlst du denn deine Rechnung? Dann habe ich so überlegt, diese Rechnung zahlen. Ich habe ihm geschrieben, was meinst du denn? Also ja, du weißt schon, wann zahlst du denn jetzt endlich mal deine Rechnung? Ich muss, ey, ganz ehrlich, Tomek, so, ich habe gar keinen Bock auf so Spielchen. Wenn du was willst oder was kriegst, so, dann sag mir, was du bekommst und dann können wir drüber reden. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich habe hier noch ein Bushido Echo-Album rumliegen. Ich sage ganz ehrlich, trau mal weiter. Habe ich ihm gar nicht mehr geantwortet. Dann hat er dann irgendwie so ganz kryptisch immer geschrieben, so ja, also dann habt ihr das mitbekommen alles irgendwie. Und ich wusste aber gar nicht, worauf der hinaus wollte. Und dann habe ich... dann habe ich irgendwann mit Echo telefoniert und meinte, sag mal, kannst du mir vielleicht mal auf die Sprünge helfen? Vielleicht habe ich es auch vergessen in den Jahren. Gibt es irgendwo ein Album von uns beiden? Ich meine, ich würde es ja eigentlich wissen. Ja, so, nee, eigentlich nicht. Ich so, ja, gut, also, ja, ich habe schon gelesen. Tomic behauptet das irgendwie, ne? Ich meinte, ja, und der meinte, er will das jetzt online stellen und so. Und dann meinte Echo irgendwann, weißt du was, ich habe noch einen Song von uns beiden von damals. Und dann meinte ich so, okay, weißt du was, komm, dann stellen wir den Song online, dann schenken wir den Song den Leuten. Weil ich wollte mich jetzt auch nicht so auf diese Erpresser-Scheiße einlassen von Tomic, ne? Und er hat dann irgendwann Echo geschrieben und meinte, gib mal bitte Bushido meine Nummer, der soll mich mal anrufen. Habe ich mit ihm telefoniert und dann meinte ich so, ja, was willst du jetzt eigentlich? So, also, ja, und du hast mir versprochen, dass ich, also wenn ich euch beiden ein Album umsonst produziere, dann kriege ich ein Feature von dir. Und ich mache jetzt ein neues Album und ich will jetzt ein Feature von dir. Bist du bescheuert, Mann, du Vollwichser, habe mit ihm dann auch telefoniert und so, er so, ja, guck mal, pass mal auf, ja, so auf der Straße läuft es anders und so, sagt Tomic dann zu mir. Ich meine, so, ja, gut, dann läuft es halt auf der Straße anders, aber ich sehe da keinen Grund, dir da irgendwo zu helfen, so, es gibt nichts, was ich bezahlen müsste und so, habe den Song online gestellt und seitdem hat er sich ja nie wieder gemeldet, also ich habe selber keine Ahnung davon. Dir ist noch ein Missgeschick passiert auf Twitter mit seiner Handynummer, kann das sein? Naja, so ein Missgeschick war das jetzt auch nicht. Okay, gut, nö, dann haben wir das auch geklärt. Also, wo ich aus Versehen seine Nummer gepostet habe, ne? Ja, ja. Achso, ja, stimmt, das passiert ab. Ja, das war natürlich, ja. Das war ein Missgeschick, ja. Aber kann man löschen, weißt du? Ja. G-technisch. Achso, weil ich hatte geguckt, also dabei, ich glaube, ich hatte noch eine alte App gehabt, also bei mir stand da jetzt nichts von löschen oder so. Aber du weißt ja, wie es ist, wenn irgendwas ins Internet kommt, dann kann man es, also ich kann es zwar löschen, die Nummer, also jeder, der das retweetet und so, der hat das ja, das ist ja wie so Zellteilung irgendwie. Ja, das kannst du nicht mehr aufhalten. Mhm. Dann gibt es Nazar. Ja. Ist alles in Ordnung zwischen euch? Ach naja, du, ich habe mit dem noch nie so großartig was zu tun gehabt. Der kommt halt immer so auf die Konzerte, wenn ich in Wien spiele und... ich habe mich aber noch nie so großartig mit ihm unterhalten. Ich habe dann halt auch über Debo und über Motrip halt immer so Feature-Anfragen gehabt von ihm. Habe aber dann auch immer dankend abgelehnt. Also es hatte jetzt auch keinen Grund gehabt. Ich hatte einfach keinen Bock gehabt, weil ich hatte mit ihm nichts zu tun und es kann auch so bleiben. Und habe dann gesagt, nö, will ich nicht. Dann hat das noch ein paar Mal über Motrip probiert. Da habe ich ihm halt genau dasselbe gesagt. Und ja, irgendwann kam dann auch so ein leichter Hateration-Anflug irgendwie so von wegen so, ja, ich habe jetzt mir alle Videos angeguckt so von Echo, alles cool, nur das mit Bushido scheiße und so. Naja, es hat, war jetzt auch nichts Schlimmes, also mir persönlich ist ja dadurch nichts passiert, nur ich finde, man kann, das sind halt Dinge, die kann man doch einfach lassen. So, also ich meine, selbst wenn er das so findet, dann kann das ja seinem Kumpel sagen, aber er muss seine Meinung nicht kundtun, genauso wenig, wie er dann schreibt, so ja, hab mir jetzt Bushidos Album vorbestellt. Also das interessiert mich genauso wenig wie die Kritik an den Videos und ich finde so, man kann es einfach lassen. So, und deswegen fand ich das so ein bisschen, ja, so ein bisschen langweilig und so. Und aber das war jetzt irgendwie alles nichts. Das war ja genau wie mit Abbas, da war ja genau dasselbe, so wie diesen Abbas-Beats oder wie der Typ da heißt, mit dem habe ich dann auch telefoniert, weil er dann auch irgendwie so Kacke schreibt und so. Und hab ihm dann gesagt, der wollte halt auch die ganze Zeit Beats für mich machen und so. Und dann hat er es über Debo probiert, dann habe ich Debo 5-mal abgesagt, dann hat er 20-mal über Mojo probiert und über Joker probiert und hat dann irgendwie, Kay hat dann ein Beat von ihm gehabt, dann dachte er so, er kriegt jetzt auch einen Slot bei mir auf dem Album. Und als ich ihm dann 10-mal abgesagt habe, kam dann auch wieder so ein undurchsichtiger Tweet bei ihm selber und ruf ihn dann an und meinte sich, warum soll, was soll das denn immer alles? Also ich meine,
So, lasst uns doch einfach uns alle gegenseitig in Ruhe lassen. So, entweder du sagst direkt, du pass mal auf, so Typ A ist ein Wichser und dann weiß jeder Bescheid, so, dass ich zum Beispiel den irgendwie scheiße finde. Oder man lässt dann diese Anspielung so, ich mag das nicht, immer so durch die Blume. Und wenn man dann anruft und fragt, wo ist das Problem, dann gibt es gar kein Problem. Und dann gibt dann halt auch Nazar wieder ein Rap-Interview, wo er dann sagt, ja, ich würde voll gerne für Bushido ein Video drehen. Also total irgendwie so schizophren, was die Leute da machen. Also ich verstehe das nicht irgendwie. Und irgendwie mischen die mich immer mit in die Sache rein. Und ich würde doch auch einfach mal entspannt mal rumsitzen und ohne, dass mir dann wieder 20 Fanboys dann schreiben, so, ja, der hat das über dich gesagt und der hat das über dich gesagt. Ach, ist voll langweilig, finde ich, Alter. Eine andere Person, die sich öffentlich zu dir geäußert hat, ist, oder...